Als Minister in Schleswig-Holstein hat Robert Habeck seit 2012 die Landesregierung wesentlich mitgeprägt, erst im Bündnis mit SPD und SSW, Südschleswig-Scher Wählerverband, und seit dem Sommer mit CDU und FDP. Jetzt will der 48-Jährige an die Spitze seiner Bundespartei. Er möchte Cem Özdemir ablösen, der im Rennen um die Spitzenkandidatur der Grünen zur Bundestagswahl nur hauchdünn unterlegen war. Habeck fordert seit Jahren, die Grünen müssten Positionen entwickeln, die in der Gesellschaft mehrheitsfähig sind. Auf seine Kandidatur hatten viele Parteifreunde gehofft. Özdemir selbst hatte Habeck als möglichen Nachfolger ins Spiel gebracht. Allerdings nannte er auch noch weitere Namen, etwa Annalena Baerbock, Katja Dörner und Agnieszka Brugger vom Jamaika-Sondierungsteam oder den politischen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Die brandenburgische Abgeordnete Baerbock hat am Sonntag ebenfalls ihr Interesse an einer Kandidatur bekannt gegeben. Wie Habeck gehört sie dem sogenannten Realo-Flügel der Partei an. Grünen-Chefin Simone Peter äußert sich kritisch. Das droht nun Ärger vor allem beim linken Parteiflügel auslösen. Den Grünen-Vorsitz teilen sich üblicherweise ein Mann und eine Frau, die normalerweise beide Parteiflügel vertreten, den realpolitischen und den linken. Erste kritische Stimmen kamen sofort. Grünen-Chefin Simone Peter sagte als Reaktion auf die Bewerbung von Habeck und Baerbock: Bisher sind wir gut mit der Quotierung nach Geschlechtern und Flügeln gefahren. Auch die Jamaika-Sondierungsgruppe habe gezeigt, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Richtungen und Erfahrungen eine Stärke sei, sagte Peter, die dem linken Flügel angehört. Daran sollten wir anknüpfen. Die Parteichefin hat angekündigt, Ende Januar selbst erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren. Wichtige Rolle bei Jamaika-Sondierungen. Bei den Gesprächen über eine Jamaika-Koalition in Berlin hatte Habeck für die Grünen eine wichtige Rolle bei den Themen Landwirtschaft, Umwelt und Energie gespielt. Er hat Germanistik, Philosophie und Philologie studiert. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch schrieb er mehrere Bücher. Seit 2002 ist der gebürtige Lübecker bei den Grünen aktiv. 2004 bis 2009 war er Landesvorsitzender der Partei. Nach seinem ersten Einzug in den Landtag 2009 übernahm er den Fraktionsvorsitz. 2012 wechselte er ins Kabinett. Seit diesem Sommer ist er nicht mehr nur für die Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt zuständig, sondern auch noch für Digitalisierung. Habeck hat mit seiner Frau vier Söhne.